Hallo Freunde, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch allen gut. Heute mal mit einem ganz anderen Video. Zurzeit ist wieder Bewerbungszeit auf die Studiengänge und wie der eine oder andere vielleicht weiß, haben wir beide Design studiert. Ich habe 2019 meinen Bachelor abgeschlossen, Franzi hat sogar 2021 ihren Master abgeschlossen und uns haben durch Freunde, Bekannte und Dritte einfach super viele Fragen zum Studium erreicht und da vor allen Dingen, wie schaffe ich die Mappenprüfung? Kurz zu unserem Hintergrund, Franzi hat damals ein paar Mappenprüfungen mitgemacht. Ich hatte nur die eine in Münster und war dann tatsächlich auch bei einer Mappenprüfung als Helferin dabei. Deswegen hatte ich dann direkt einen Einblick, worauf die Prüfer und Prüferinnen achten. Und deswegen wollen wir dieses Video einfach mal nutzen, um die meistgestellten Fragen, die wir in letzter Zeit bekommen haben, zu beantworten und einfach euch ein paar Tipps zu geben. Wie Vera eben schon gesagt hat, haben wir in Münster studiert. Deswegen bezieht sich jetzt der Ablauf erstmal so grob auf Münster, man kann es aber auch auf viele andere Hochschulen beziehen. Vera hat ja schon gesagt, dass ich einige Eignungsprüfungen gemacht habe, auch an anderen Hochschulen. Deswegen kann ich da auch ein bisschen was zu sagen. Aber grundsätzlich läuft es eigentlich immer so ab, dass man eine MAP-Prüfung hat, danach kommt eine Eignungsprüfung mit einem Interview und anschließend wird nach NC entschieden, ob man eben einen Studienplatz bekommt oder nicht. Und so ist es eben auch in Münster. Hier im Detail ist es so, dass man eine Mappe abgibt zu einem bestimmten Thema, was man vorher bekommt, wozu man eben eine bestimmte Anzahl an Arbeiten anfertigen muss, die gibt man dann dort ab, dann wird sie durchgesehen von PrüferInnen und StudentInnen, wird dann bewertet. Wenn man dann eine Runde weiterkommt, ist zumindest in Münster so einen Tag später die Eignungsprüfung. Da ist es auch wieder so, dass man ein Thema bekommt, dafür hat man ein paar Stunden Zeit, es zu bearbeiten und anschließend muss man das... Vier Stunden hast du Zeit. Crazy, okay. Und danach muss man das in einem Interview mit den DozentInnen und auch Studierenden dort präsentieren, einfach. Stimmt, präsentieren. Ja. Kriegt dort dann Fragen gestellt zu den Arbeiten und danach steht noch nicht fest, ob man einen Studienplatz hat oder nicht, denn das Ganze wird dann bewertet, man kriegt eine Note und dann wird das Ganze mit dem NC der zum Beispiel Hochschulreife gekoppelt und danach wird entschieden, ob man einen Studienplatz bekommt oder nicht. Ja, noch ganz kurz dazu, wie das in Münster zum Beispiel verkündet wird, weil das ist auch sehr, sehr aufregend. Bei der Mappenprüfung hängen sie dann halt, man hat eine Teilnehmernummer und die wird dann eben auf Zetteln wie an so einem schwarzen Brett ausgehangen. Das heißt, du siehst halt dann nach der Mappenprüfung, ob du eine Runde weiterbekommen bist und dann eben auch nach deiner Prüfung und deinem Interview wird dann da quasi der Zettel hängen und alle gucken ganz aufgeregt, ob man seine Nummer da stehen hat. Und dann weiß man zumindest, dass man die Eignungsprüfung geschafft hat und es ist ja in Münster zumindest so, dass sie schon in der Eignungsprüfung so krass aussortieren, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass man auch selbst mit einem weniger guten NC dann das Studium im nächsten Semester auch beginnen kann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr die Eignungsprüfung bestanden habt, dann ist eure Chance schon ziemlich gut. Ja. Unser erster Tipp ist, wenn ihr euch dazu entscheidet, Design zu studieren, dann überlegt euch vor dem ganzen Bewerbungsprozess drei Antworten auf die folgenden Fragen. Und zwar, warum möchtet ihr Design studieren? Warum seid ihr geeignet, Design zu studieren? Und an welcher Hochschule möchtet ihr das studieren? Das sind einfach Fragen, die werden euch wahrscheinlich auch im Interview begegnen oder begegnen können. Und es ist einfach hilfreich, wenn man sich das schon mal beantwortet hat, weil man dann sicherer ist in der Ausarbeitung und auch in der Argumentation. Und man weiß dann einfach, was man will und was man kann. Ihr könnt euch natürlich über die Hochschulen auf den Webseiten informieren, was es da so gibt. In Münster gibt es zum Beispiel eine AbsolventInnen-Ausstellung, die heißt Parcours. Da könnt ihr euch auch schon mal umschauen, was für Abschlussarbeiten es gab und zu welchen Schwerpunkten diese Abschlussarbeiten erstellt wurden. Einfach um für euch festzustellen, ist das eine Hochschule, mit der man sich identifizieren kann, wo man sich sehen würde, wo man auch Bock drauf hat. Weil die Angebote, die sind überall unterschiedlich. In Münster ist es zum Beispiel so, dass man in den ersten zwei Semestern so ein allgemeines Studium ablegt und sich danach für Schwerpunkte entscheidet oder sich in Kurse wählen kann. Zum Beispiel habe ich am Anfang gedacht, ich will unbedingt Illustration studieren. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass ich lieber Kommunikations- und Mediendesign studieren möchte. Das war in Münster eben ziemlich cool. An anderen Hochschulen ist es so, dass man sich direkt für einen zum Beispiel Kommunikationsstudiengang bewirbt. Also da informiert euch am besten, wie das an der entsprechenden Hochschule bei euch dann der Fall ist. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2. Wenn ihr den Entschluss gefasst habt, dass ihr Design studieren wollt, dann ist es in Münster auf jeden Fall so, dass ihr vorher ein Pflichtpraktikum absolvieren müsst und das geht über 3 Monate, richtig? Mhm. Für das Praktikum habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich ganz standardmäßig ein Praktikum in einer Agentur machen, aber ihr könnt auch andere Bereiche wählen, wie zum Beispiel eine Druckerei. Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen,
das hilft vielleicht später für einen Agenturalltag zu wissen, wie Druckprozesse ablaufen. Aber auf der anderen Seite würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein Praktikum zu wählen, wo ihr tatsächlich in einer Agentur arbeitet. Zwar ist das Studium sehr praxisnah, aber dennoch irgendwo realitätsfern. Also man hat zwar Projekte, die real sind, aber eben nicht wie in einer realen Arbeitswelt. Das heißt, die Zeitspannen von Prozessen, die passieren müssen, sind total anders. Und dementsprechend würde ich euch auf jeden Fall deswegen empfehlen, ein Praktikum in der Agentur zu machen, um schon einen richtigen Einblick ins Berufsleben zu bekommen. Und dann könnt ihr schon direkt für euch festlegen, hey, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3 und jetzt geht es komplett um das ganze Mysterium Mappenprüfung. Wir können vorwegnehmen, bitte packt nicht einfach eure ganzen Arbeiten, die ihr im Abiturjahrgang in eurem Kunstunterricht gemacht habt, in eure Mappe. Das wird euch einfach gar nichts bringen, denn im Gegensatz zu Kunst ist Design lösungsorientiert. Nichtsdestotrotz könnt ihr einfach, um euren DozentInnen oder euren zukünftigen DozentInnen einen Einblick zu gewähren in eure Fähigkeiten, könnt ihr diese noch zusätzlich zur Mappe mit abgeben, aber das sollte niemals zum Konzept gehören, es sei denn, es macht Sinn. In Münster gibt es immer ein Mappenthema und das ist meistens sehr allgemein formuliert. Dementsprechend habt ihr eine große Bandbreite an Möglichkeiten, das auch individuell umzusetzen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Tipp. Wie gehe ich jetzt meine Mappe an? Das erste, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das Thema bekommen habt, schreibt es einfach groß und fett auf ein weißes Blatt Papier und sammelt all eure Ideen, die euch zu diesem Thema einfallen. Und wenn euch das aber schwerfällt und ihr wisst gar nicht, wo ihr da anfangen sollt und euch kommen gar keine Ideen, dann hat Franzi auf jeden Fall jetzt noch ein paar Fragestellungen für euch, mit denen das wahrscheinlich einfacher geht. Fragen, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr gerade am Überlegen seid, wie ihr das Thema umsetzen könnt, sind zum Beispiel, welche Probleme begegnen euch im Alltag und wie möchtet ihr diese lösen oder habt ihr vielleicht einen Lösungsansatz dafür? Natürlich immer in Bezug auf das aktuelle Mappenthema. Ja, also sowieso, ne? Alle Fragen beziehen sich jetzt auf dieses Mappenthema. Oder auch, was beschäftigt euch zurzeit und wie könnte man das mit seiner Arbeit ausdrücken? Worüber möchtet ihr aufklären? Wobei habt ihr aktuell Verbesserungsvorschläge oder vielleicht Vorschläge, die aktuell es so noch nicht gibt? Und auch, was fehlt dir gerade in deinem Alltag, beziehungsweise was könnte anderen in ihrem Alltag fehlen? Und wenn ihr euch diese Fragen dann gestellt habt, dann kommt ihr bestimmt schon weiter in eurer Ausarbeitung für eure Mindmap. Dann habt ihr viele Begriffe oder viele Ideen, die ihr am Ende clustern könnt. Und so kommen wahrscheinlich mehrere Grüppchen raus und daraus sucht ihr euch am besten eine Gruppe aus, die ihr jetzt weiter angehen könnt. Und das ist dann eure Spezialisierung des Themas, worauf sich dann eure ganze Mappe bezieht. Natürlich geht es auch, dass ihr euch auf mehrere Themen fixiert. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr trotzdem den roten Faden beibehalten könnt, den Vera eben schon gesagt hat. Genau, also solange ihr einfach ein stringentes Konzept habt und es später gut erklären könnt, das ist halt einfach die Hauptsache. Ja. Zum Beispiel, wenn euer Thema Wachstum ist, dann hattet ihr das in der Mitte eurer Mindmap stehen, habt dann verschiedene Ideen gehabt und am Ende habt ihr ein Cluster gebildet, was sich dann mit der menschlichen Evolution oder was auch immer beschäftigt. Und darauf könnt ihr euch dann in euren Arbeiten fixieren und habt schon mal ein grobes Unterthema, wozu ihr dann eure Arbeiten ausarbeiten könnt. Damit das Ganze jetzt auch ein bisschen greifbarer für euch wird, haben wir jetzt noch ein explizites Beispiel. Nehmen wir mal an, eure Hochschule hätte euch das Thema Verschwendung gegeben. Ihr habt dann eure Mindmap erstellt und unter einem von diesen Clustern findet ihr zum Beispiel den Begriff Nachhaltigkeit, weil es zu euch und eurem aktuellen Lebensstil und euren Bedürfnissen und euren Verbesserungen zugehört. Und daraus könnte man dann eben zum Beispiel, wenn man die Arbeit weiterentwickeln würde, das Thema Regenwaldabholzung nehmen und wie man dadurch diese komplette Massentierhaltung fördert, was unfassbar schlecht für unseren Planeten eben Verschwendung ist. Ja, und dadurch könnt ihr euch eben einen roten Faden bilden, denn ihr habt das Thema Verschwendung runtergebrochen auf das Thema Nachhaltigkeit und eine Arbeit, die ihr dann in eurer Mappe anfertigt, dreht sich eben um das Thema Regenwaldabholzung. Und dann könnt ihr eben für die Nachhaltigkeit eine weitere Arbeit erschaffen, die sich auch wieder um Verschwendung dreht. Und somit hangelt ihr euch einfach über euer Unterthema Nachhaltigkeit wie in einem roten Faden durch das Thema Verschwendung. Und somit habt ihr nämlich dann insgesamt auch ein komplett schlüssiges Konzept, was essentiell ist für die Mappenprüfung. Ein Tipp könnte auch sein, dass ihr nicht immer nur die erstbeste Idee umsetzt, die euch einfällt, sondern einfach um die Ecke denkt. Also einen Schritt noch weiter geht und euch Ideen überlegt, auf die jetzt vielleicht nicht jeder gekommen wäre. Denn somit stecht ihr natürlich auch mit eurer Ausarbeitung der Mappe aus der Masse der Bewerbungen, die dann die Hochschule sieht, heraus.
Natürlich kann auch die erste Idee, die euch in den Sinn kommt, schon die beste sein, gar keine Frage, aber es schadet ja nicht, einfach nochmal weiter drüber nachzudenken. Genau, weil oft, wenn ihr einfach noch ein bisschen weiter denkt, vielleicht mag eure erste Idee die beste sein, aber sie wird einfach noch besser, wenn ihr die anderen Gedanken, die ihr im Nachhinein hattet, da noch mit einbezieht. So, als nächstes möchten wir euch auf jeden Fall eine große Sorge nehmen. Ihr müsst für das Designstudium nicht zeichnen können. Mal davon abgesehen, wenn ihr Illustration studieren wollt, dann wäre das schon sehr hilfreich. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr eure Ideen visualisieren könnt. Dafür müsst ihr aber keine ProfizeichnerInnen sein. Also das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Falls ihr euch dennoch unsicher seid, dann besucht doch einfach verschiedene Kurse, um euch bei den Sachen, die euch noch ein bisschen schwerfallen, weiterzubilden. Wenn ihr damit eure Mappe so weit seid, dass ihr das Gefühl habt, es könnte jetzt fertig sein, ihr euch aber einfach nicht sicher seid, habe ich denn jetzt irgendwie ein Konzept und habe ich das erreicht, was ich erreichen möchte? Dann hilft es auf jeden Fall, eure Mappe vorher Freunden, Bekannten, Familie zu zeigen und die einfach mal zu fragen, hey, was verstehst du an dieser Arbeit und drückt sie das und das für dich aus oder wie würdest du das sehen? Und wenn sich da die meisten Antworten mit euren übereinstimmen, dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr habt einen guten Job gemacht. Denn, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Design ist lösungsorientiert und wenn ihr diese Lösung gefunden habt und gestaltet habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen guten Job gemacht und die Karten stehen sehr gut für die Eignungsprüfung. Was auf jeden Fall auch noch helfen kann, was wir allen von euch ans Herz legen wollen, ist, dass ihr auf jeden Fall zur Mappenberatung geht. Da kriegt ihr von euren späteren Dozentinnen auf jeden Fall richtig wertvolle Tipps und ihr könnt euch schon mal untereinander ein bisschen connecten, seht die Arbeiten von den anderen und ich glaube, das schafft auf jeden Fall nochmal Selbstvertrauen für die Mappenprüfung. Ja, vor allen Dingen könnt ihr dort an die Personen, die auch später eventuell eure Arbeiten bewerten, die Fragen stellen, die ihr zu dem Zeitpunkt habt. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, das Thema damals besser verstehen zu können, einfach weil ich dort die Leute ansprechen konnte und mir dort eben erklärt wurde, was von mir verlangt wird, wie das Thema ausgearbeitet werden soll. Tipp Nummer 5. Eure Mappe kann, muss aber nicht komplett in einem Stil umgesetzt sein. Also wenn ihr sagt, ihr seid nicht die größten Zeichner, seid aber super im Umgang mit der Kamera und könnt gut fotografieren, dann zeigt den DozentInnen einfach, was ihr könnt. Ich wurde auch schon total oft gefragt, so hey, kann ich das überhaupt so in meiner Arbeit zeigen, weil das ist ein komplett anderer Stil und dazu sagen wir erneut, es muss einfach zu eurem Konzept passen, wie Franzi gerade schon gesagt hat. Warum hast du das mit Fotos gelöst? Warum hast du das mit digitaler Malerei gelöst? Und warum hast du das jetzt in Aquarell oder das in der Collage gelöst? Also behaltet euch einfach immer im Hinterkopf die Frage, warum habe ich das gemacht und warum war das die richtige Entscheidung oder warum macht diese Entscheidung am meisten Sinn, es so umzusetzen? Viele Hochschulen werden euch anbieten, dass ihr zu euren Arbeiten auch ein Skizzenbuch dazulegen könnt und das können wir euch auch auf jeden Fall empfehlen, weil egal wie gut euer Konzept ist, die Menschen sehen das in dem Moment zum ersten Mal und da ist es auf jeden Fall hilfreich, auch den Prozess der ganzen Arbeit zu sehen. Also können wir euch da auf jeden Fall empfehlen, legt ein Skizzenbuch bei und zeigt den Prozess eurer Arbeit und beschreibt einfach, warum ihr euch bei manchen Dingen so entschieden habt, wie ihr es tatsächlich getan habt, denn das hilft eben den PrüferInnen, euren Gedankengang komplett nachzuvollziehen. Wenn ihr euch die Frage stellt, in welcher Form ihr eure Arbeiten in der Mappe präsentieren wollt, dann können wir euch empfehlen, die Arbeiten auf schwarzem Pappkarton aufzukleben, insofern ihr Arbeitsblätter in Form von Blättern habt, aber auch Fotos machen sich darauf sehr gut. Natürlich sieht es jede Hochschule ein bisschen anders. Ich habe auch schon von Erfahrungen gehört, dass einige Hochschulen da lieber die Arbeiten an sich haben möchten. Ich hatte zum Beispiel damals so eine Art riesige Glasichtfolien, in denen ich die Arbeiten reingelegt habe, aber mittlerweile würde ich sagen, am ordentlichsten sieht es wirklich aus, wenn man das auf schwarzem Pappkarton abgibt. Sieht nicht nur ordentlich aus, es sieht auch einfach viel hochwertiger aus, aber da, wie gesagt, guckt einfach in die Anforderungen von eurer Mappenprüfung, denn das ist einfach von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Ja, letztendlich wird euch auch keiner den Kopf abreißen, wenn ihr keinen schwarzen Pappkarton habt, aber wenn ihr das ansprechend gestalten wollt, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Und es gibt sogar Kleber, den man wieder ablösen kann, sodass eure Arbeiten nicht für immer auf diesem Karton haften müssen. Der Prozess läuft dann so ab, dass ihr eure Arbeit entweder an der Hochschule abgibt oder sie einschickt und wenn ihr dort eine Runde weiterkommt, dann kommt ihr zur Eignungsprüfung, sowas zumindest in Münster. Und das wäre jetzt unser nächster Punkt. Wie läuft eigentlich die Eignungsprüfung ab? Also in Münster war es so, dass sich alle zukünftigen Studierenden in dem Hörsaal getroffen haben und da haben wir dann unser Klausurthema bekommen. Da gibt es eine explizite Aufgabenstellung, bei uns hieß das Thema Transformation und da mussten wir uns irgendeinen Gegenstand, ob vom Campus oder
von sonst woher suchen und diesen dann dementsprechend einfach transformieren. Und das Konzept war uns komplett selbst überlassen. Das heißt, man ist super frei an die Aufgabe rangegangen und konnte sich dann in der FH verteilen und diese Arbeit dann ausüben. Ihr dürft euch natürlich nicht mit euren Kommilitoninnen besprechen, das ist höchstens verboten. Und ja, ihr habt insgesamt 4 Stunden Zeit für die Aufgabe. Bei uns war es so, wir mussten mehrere Sachen machen. Ne? Also es war eine sehr vielseitige Prüfung. Wir mussten uns neben dem Konzept auch ein Logo für das Projekt überlegen. Dann mussten wir das Ganze in 2D und 3D aufarbeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Da habt ihr insgesamt 4 Stunden Zeit für und dann müsst ihr das abgeben. Und dann beginnt die lange Zeit des Wartens. Wir waren in verschiedene Gruppen aufgeteilt, da haben wir uns auch kennengelernt. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also wenn ihr vor diesem Interviewraum sitzt, dann connectet euch einfach mit den anderen, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, denn natürlich ist man einfach super aufgeregt an diesem Tag. Und dann ist auch schon der Moment des Interviews gekommen. Da werdet ihr eben einfach zu eurer Arbeit befragt, beziehungsweise erzählt erstmal, was ihr euch dabei gedacht habt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht wichtig, dass die Arbeit komplett 100%ig perfekt umgesetzt ist, sondern einfach, dass ihr ein schlüssiges Konzept entwickelt habt, was ihr jetzt im Interview argumentieren könnt und auch für die Fragen Argumente parat habt, warum ihr Dinge so getan habt, wie ihr sie getan habt. Denn ich kann euch verraten, meine Ausarbeitung dieses 3D-Modells ist sogar in der Prüfung auseinandergefallen. Das war eine komplette Katastrophe. Aber ich hatte gute Argumente und ein gutes Konzept, womit ich das Ganze ein bisschen gerettet habe. Deswegen, ich bin keine Produktdesignerin, nach wie vor nicht, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Wichtig ist, dass ihr ein lösungsorientiertes Konzept habt. Ihr braucht auch nicht nervös sein vor diesem Interview. Ich meine, natürlich ist man nervös, aber ihr hattet 4 Stunden Zeit, ein gutes Konzept auszuarbeiten und stützt euch einfach darauf, dass ihr das Beste gemacht habt, was in der Zeit ging und beantwortet die Fragen souverän, seid selbstbewusst und erklärt einfach den PrüferInnen, warum ihr die Sachen so gemacht habt, wie ihr sie gemacht habt. Dann werden natürlich auch noch ein paar andere Fragen kommen, die wir am Anfang schon angerissen haben. Zum Beispiel, warum möchtest du Design studieren? Und da können wir euch beide ans Herz legen, sagt nicht, ich habe halt schon immer gerne gezeichnet. Das sagt halt jeder. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. Viel besser wäre es, wenn ihr zum Beispiel euch auch vorher schon Inspirationen gesammelt habt, vielleicht den einen oder anderen Designer oder Designerin kennt und eventuell hat euch ja schon mal die ein oder andere Agentur inspiriert. Das heißt, eine gute Antwort wäre zum Beispiel zu sagen, ich gehe sehr in der Aufgabe drin auf, Problemlösungen visuell zu übersetzen. Dabei haben mich zum Beispiel total die Arbeiten von der Designagentur Metadesign inspiriert. Mit deren Konzepten kann ich mich total identifizieren und finde daran eben auch meine tägliche Inspiration. Zum Beispiel. So, das kann natürlich auch ganz anders lauten, aber es macht auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr her, als ich zeichne halt gerne. Auch wenn ihr das gerne tut. Ja, seid aber nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt, denn ich habe zum Beispiel 5 Absagen kassiert, bis es meine Münze geklappt hat, aber ich bin am Ball geblieben und das ist einfach wichtig. Mir hat es damals geholfen, einfach zu fragen, woran hat es gelegen, warum bin ich nicht weitergekommen. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass es nicht immer die Gelegenheit gibt zu fragen, aber wenn, tut es auf jeden Fall. Denn dann wisst ihr, worauf es den Hochschulen ankommt. Und hier ist auch nochmal der Hinweis, diese Mappenberatung ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um herauszufinden, worum es geht. Denn dann hat es auch bei mir endlich Klick gemacht. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, dass ich wirklich sehr viele Kunstarbeiten drin hatte vom Schulunterricht und die fliegen halt einfach durch. Deswegen seid nicht enttäuscht, gebt nicht auf, wenn es euer Traum ist, dann bleibt dran. Irgendwann kriegt ihr das hin. Das Designstudium muss aber auch nicht der einzige Weg sein, um euch zu verwirklichen. Also guckt euch da auch einfach mal nach anderen Alternativen um, wenn es mit dem Studium nicht geklappt hat. Zum Beispiel eine Ausbildung zum Mediengestalter oder zur Mediengestalterin oder eine Weiterbildung zum GTA, also zum gestaltungstechnischen Assistenten. Denn da kriegt man auch eigentlich alle Grundlagen gelegt, die man dann später im Berufsleben braucht. Und wer sagt denn, dass man da noch nicht noch studieren kann? Das machen super viele bei uns in der Hochschule. Und Vera und ich können aus eigener Erfahrung sagen, dass die Leute, die da schon Vorerfahrung hatten im Studium, da auch wirklich richtig coole Sachen gemacht haben, zu denen wir dann sogar ein bisschen aufschauen konnten, weil die einfach nicht wie wir direkt nach der Schule da reingerutscht sind, sondern einfach schon mit Erfahrung glänzen konnten. Also selbst wenn es mal nicht klappt, macht euch keinen Kopf, ihr kriegt es auf jeden Fall hin, euch in irgendeiner Weise in diesem Berufsfeld zu verwirklichen. Kommen wir auch schon zu unserem abschließenden Tipp und da werden wir euch definitiv ein paar Links in die Infobox packen, denn es hilft auf jeden Fall, sich vorher Inspiration zu sammeln und da können wir euch auf jeden Fall die Seite Precore empfehlen. Der Link heißt glaube ich precore.net. Da gibt es von sehr vielen verschiedenen Hochschulen, unter anderem auch die FH Münster, die Mappenthemen und auch eben die Klausurthemen.
plus ausgewählten Mappen, die einfach super tolle Konzepte haben, bei denen ihr euch auf jeden Fall Inspiration holen könnt. Für noch mehr Inspiration oder noch detailliertere Erklärungen, warum jemand die Mappe so umgesetzt hat, guckt doch einfach mal auf YouTube vorbei. Ich habe gesehen, dass da sehr, sehr viele Leute auch ihre Mappe dort einfach zeigen oder vorstellen. Deswegen sucht doch mal nach Designmappe oder Mappenprüfung, Design, irgendwie, da werdet ihr auf jeden Fall fündig und ihr kriegt dann sogar die Hintergründe erklärt, warum es zu diesen Aufgaben gekommen ist, wie die Leute jetzt aktuell damit zufrieden sind. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch sehr viel Inspiration noch für eure Mappe herbekommen. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch Tipps oder weitere Inspirationsmöglichkeiten oder Mappenthemen habt, dann schreibt die doch gerne unten in die Kommentare. Da könnt ihr euch untereinander vernetzen und wir können auch die Fragen beantworten, die jetzt vielleicht noch nicht geklärt wurden in diesem Video. Also stellt die gerne oder helft euch dort gegenseitig. Wir würden uns sehr freuen, von euch in den Kommentaren zu lesen. Und ansonsten würden wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns wie immer einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, um uns zu unterstützen, teilt das Video mit euren Freunden und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.